Kreis der Wiesen. Hey Leute, ich bin Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein Video von Mentale Zuflucht und zwar ist es 10 Dinge über Frauen, die du kennen solltest. Wisst ihr was, ich würde einfach sagen, ich laber nicht so viel, wir kommen einfach direkt zum Video. Let's go! Hallo zusammen! Wie ihr sicher wisst, sind Mädels sehr komplizierte Wesen. Sie sind ständig mit ihnen unzufrieden. Ja, wir Mädels sind so komplizierte Wesen. Sie Tränen aus oder sind leicht gekränkt. Und manchmal sind sie sogar bereit, ihre zweite Hälfte Tag und Nacht zu kontrollieren. Leila kann so gut wie kein Mann eine Erklärung für diese oder jene Handlung der sie sind gereiste Wesen. Treterinnen des schönen Geschlechts finden. Wenn ihr sie auch nicht verstehen könnt, werden wir euch im heutigen Video einige Mädchengeheimnisse enthüllen. Hier sind also 10 Geheimnisse über Frauen. Let's go. Lasst uns loslegen. Digga, ich hab jetzt keinen Bock mehr auf dieses Video. Laune. Die Laune einer Frau ist etwas Subtiles und Unberechenbares. So sagen zumindest die Wissenschaftler. Wahrscheinlich hat jede Frau wenigstens einmal in ihrem Leben krasse Stimmungsschwankungen gehabt, wo sie erst in Strömen heulte und dann urplötzlich in Wahnsinnsgelächter ausbrach. Es gibt halt Hormone und es ist biologisch einfach logisch. Es ist erklärbar, warum Frauen öfter Stimmungsschwankungen haben als Männer zum Beispiel. No catch. Wow, that was a reaction. Dieser Prozess ist scheinbar nicht zu kontrollieren. Aber ist es denn wirklich so? Wie wissenschaftliche Studien gezeigt haben, werden mit diesen Phänomenen alle Vertreterinnen des schönen Geschlechts konfrontiert. Und wie es sich herausstellt, gibt es dafür triftige Gründe, wie etwa psychische bedingte Müdigkeit, Stress oder vermindertes Selbstwertgefühl. Die Antwort auf die Frage, wie man dagegen kämpfen kann, ist ganz einfach. Lasst euch nicht von negativen Emotionen verrückt machen. Einmal tief durchatmen und weiter geht's. Das ist tatsächlich echt ein guter Tipp. Böse Jungs. Wir sind sicher, dass viele von euch die Behauptung gehört haben, dass Mädels auf böse Jungs stehen würden. Dass selbst wenn eine Frau einen Freund hätte, der für sie immer gesorgt und all ihre Laune nachgegeben hat, könnte sie einem charismatischen Schleimer, für den Romantik ein Fremdwort ist, nicht widerstehen. Ein Mädchen würde es ihrem Freund... Wollen die damit sagen, dass alle Frauen fremdgehen würden, wenn sie einen bösen... Meine Fresse! Nein, komm her! Nein, komm her! Du bist doch bescheuert! Marcel, nimm ihn fest! Wir schauen weiter! Natürlich nicht verraten. Aber wie kommt es dazu? Die bösen Jungs haben einen starken Charakter und setzen ihren Willen immer durch, ohne sich von ihrem Herzdarm provozieren zu lassen. Und wir denken, dass gerade diese Selbstsicherheit und das Gefühl, den anderen Männern überlegen zu sein, wie ein Magnet... Bad boy, ich hasse dieses Wort, I swear. ...auf jedes Mädchen wirkt. Vorbereitung zum Ausgehen. In vielen Filmen wird gerade der Moment aufs Korn genommen, wo ein Pärchen vorhat, irgendwo zusammenzugehen. Der Mann macht sich innerhalb von 30 Minuten fertig und der Frau haben ganze anderthalb Stunden nicht gereicht. Woran liegt es eigentlich, dass man so viel Zeit zum Fertigmachen braucht? Gute Frage. Aber eigentlich liegt die Antwort auf der Hand. Mädchen bummeln... Was? Nur deswegen, weil sie in jeder Situation besser als alle anderen aussehen möchten. Ja, Digga, Menschen wollen halt manchmal echt schöner aussehen und deswegen pflegen sie sich und das dauert halt auch manchmal und manchmal braucht man halt eine Stunde für seine Haare oder so. Und die bleiben jetzt auch so, ne? Ja. Sieht gut aus, oder? Ja. Sieht ein bisschen tougher aus, ein bisschen cooler und ich finde, es hebt dich ein bisschen ab so, auch von den anderen. Ja. Man muss doch unbedingt überprüfen, ob alle Unebenheiten im Gesicht hinter dem Make-up verdeckt sind. Ob das Etikett des Kleides nicht rausschaut und ob natürlich die Schuhe dazu passen. Es kommt auch vor, dass ein Mädchen beginnt, auch ihre Handtasche zu durchwühlen, um zu überprüfen, ob sie alles mitgenommen hat. Wenn es so ist, dann haben wir schlechte Neuigkeiten für euch. Alle? Eure Herzensdamen werden nie fertig. Tränen. Meine Fresse. Die Behauptung, dass die Frauen das schwache Geschlecht wären, trifft hier vollkommen zu. Denn was glaubt ihr, würde ein Mädchen in einer unklaren Situation tun? Richtig, losheulen. Statt eine unverständliche Situation in einem Gespräch zu klären, fangen Frauen meistens an zu weinen. Nein, es kommt nicht davon, dass sie verletzt oder wirklich im Unrecht wären. Auf diese Weise werden Probleme einfach schneller gelöst. Wenn eine Frau während eines Streits mit ihrem... Wir heulen? Weil das Problem dann schneller gelöst wird? Erst dann, wenn wir vereint einfach sagen, nein, stürzen wir dieses beschissene System. Ich weiß es auch nicht. Wenn ein Freund in Tränen ausbricht, kann sie durchaus damit rechnen, in der Diskussion die Oberhand zu behalten. Denn viele würden es vorziehen, die Frau einfach zu beruhigen, anstatt die Szene sich hochschaukeln zu lassen. Handtasche. Eine Frage an die Jungs. Habt ihr eigentlich jemals einen Blick in eine Frauenhandtasche geworfen? Ich habe keine Handtasche. Von wegen, sie ist klein und da gibt's nichts Sehenswertes. Und ob es da etwas Sehenswertes gibt? Nachdem man sie aufgemacht hat, kann man sich in die zauberhafte Welt von Narnia versinken lassen und eine Menge nützlicher und nicht besonders nützlicher das Sachen finden. Das ist lustig. Finden.
Das ist tatsächlich, das mit Narnia fand ich lustig. Aber like for real, ich habe einen Rucksack, den ich immer mittrage. Digga, da sind so Sachen drin. Aber es ist nicht mal bei mir nur so, es ist auch bei meinem Bruder so. Da sind wirklich manchmal so Essstäbchen drin. Ich habe mal Sojasauce in diesem Fisch drin gefunden. Da waren auch so, das ist alles drin einfach. Aber wozu brauchen Mädels so viele Sachen? Wie wir bereits sagten, sind Mädels solche Wesen, die auf Kleinigkeiten penibelst achten. Und viele von denen machen sich Gedanken solche darüber, Lebewesen was sie im sind Laufe wir, des ne? Tages erwarten Mädels. Könnte, bevor sie ausgehen. Gerade deswegen ziehen sie es vor, irgendwelche überflüssigen Sachen mitzunehmen, anstatt später mit Entsetzen feststellen zu müssen, dass sie keine Ersatzsocken oder nicht den richtigen Lippenstift dabei haben. Genau. Kränkung. Meine Fresse. Und das, meine Damen, lohnt es sich gar nicht zu leugnen. In einer Situation, wo eine Frau auf ihren Freund sauer ist und nach ihrem Gemütszustand gefragt wird, bekommt er meistens die typische Antwort: Es ist alles in Ordnung, ich bin nicht sauer, alles okay. Jungs, ihr müsst wissen, dass wenn ihr so etwas von einem Mädchen hört, dann lodert in ihrem Inneren eine Flamme. Warum sie nicht... Es kommt auf die Person an. Es gibt Leute, die können kommunizieren, die wollen offen kommunizieren und sagen direkt alles. Ich bin zum Beispiel so geworden, ich bin oft auch so, ach nee, bababa, weil ich will meine Emotionen nicht ausdrücken. Aber... Ich habe das auch gelernt, dass es zu nichts bringt. Mein Freund ist auch manchmal so und sagt so, ja, nix, bababa. Und dann frage ich, ey, wirklich? Und dann kommt erst was raus. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Gleich sagt, was sie fühlt, na, weil es nicht so einfach sein darf. Die Mädels brauchen Aufmerksamkeit und solche Fragen wie, nimmst du es mir echt nicht übel? Ist alles okay? Ja, wir brauchen immer Aufmerksamkeit. Danach haben sie das Gefühl, gebraucht zu werden und ihnen wird leichter zumute. Haare. Was ist mit Haaren? Kommt, sag jetzt noch irgendwas. Folgendes trifft bestimmt auf alle Frauen zu. Lockige Haare müssen unbedingt glatt gemacht werden, glatte Haare werden zu Locken gemacht und lange Haare werden abgeschnitten. Danach das habe ich, by the way, auch oft bemerkt. Leute, die lockige Haare haben, wollen oft glatte Haare und Leute, die glatte Haare haben, wollen lockige. Man ist und wünscht sich seine Mähne zurück. Die Unbeständigkeit der Frauen in Bezug auf ihre Haare lässt sie dadurch erklären, dass die Vertreterinnen des schönen Geschlechts Veränderungen und die Reaktion der Leute aus ihrer Umgebung auf ihren neuen Look spannend finden. Gib zu, dass es nichts Besseres gibt, als die Reaktion deines Freundes auf deinen neuen Schnitt zu sehen. Darum wiederholt es sich immer wieder und dieses Veränderungskarussell wird wohl niemals aufhören. Ja, aber auch Dudes kommen nach Hause nach einem Friseurtermin und machen erstmal den. Ich grüß meinen Friseur, den Hurensohn. Ich geb dir nur gleich Hurensohn, du bist der krasse Hurensohn, den ich hier kennengelernt habe. Gewicht. Come on. Egal wie hübsch eine Frau ist, sie sagt immer, dass sie fett wäre. Und wenn sie nicht fett ist, behauptet sie, herausragende Rippen, gerunzelte Haare oder eine Körperstelle zu haben, wo das ganze Fett dringend weg müsste. Hat sich eigentlich jemand darüber Gedanken gemacht, warum Mädels immer so etwas von sich behaupten? Body Dysmorphia, weil man die ganze Zeit irgendeine Scheiße sieht, gefotoshoppten Körpern auf Instagram, ging mir auch schon mal so. Aber ich bin so dankbar für die Leute, die einfach manchmal so ein Foto machen und es direkt rausstellen. Die Ursache für diese Äußerungen und Gedanken liegt wiederum im Mangel an Aufmerksamkeit. Meistens sagen es die Mädchen, die keinerlei Gewichts- oder Figurprobleme haben. Natürlich wird auch eine Frau darauf erwidert, dass sie gar keine Probleme hätte und alles okay sei und dass sie es sich bloß eingebildet hätte. Logischerweise werden durch Lob der Selbstwert der Mädchen gestärkt und ihre Stimmung verbessert und manchmal wird man dadurch sogar hochnäsig. Nicht genau. So wie alle. Oh, Scarlett Johansson, ich liebe Scarlett Johansson. Wieder an die männliche Zauberschaft. Mein Crush. Sagt mal, wie viele Mädchen euch schon mal gesagt hätten, sie wären nicht so wie alle, sie wären was Besonderes und würden sich von der grauen Masse unterscheiden. Haben es alle gesagt? Mädels, nun seid ihr dran. Stellt euch nur vor, praktisch jede von euch beweist das direkte Gegenteil, indem sie diese Worte in den Mund nimmt. Wenn ihr euch wirklich von den anderen unterscheiden wollt, sagt einfach niemals diesen Satz. Jeder von uns ist grundsätzlich einzigartig und es kann keine zwei gleichen Menschen geben. Und die Jungs wissen sehr gut darüber Bescheid. Also die Behauptung, dass ihr etwas Besonderes wärt, kann euch alles vermasseln. Eifersucht. Okay. In der Regel sagen Mädchen ihren Freunden, dass sie nicht eifersüchtig wären. Und zwar in keinster Weise. Das löst den Männern die falsche Hoffnung ein, dass sie immer viel Zeit mit ihren Freunden verbringen oder einfach ihre Lieblingscomputerspiele spielen könnten. Von einige sind mehr eifersüchtig, die anderen weniger. I don't get this video, I swear. I think, jeder muss das tun, was er amazing findet. Von wegen. In Wahrheit ist ein Mädchen auf absolut alles und jeden eifersüchtig. Auf Freunde, PC-Spiele, Eltern und Haustiere. Außerdem fliegt sie... Was? Auf Haustiere und Eltern? Digga! ...fragen, wie es dir geht und warum du dich um ganze 10 Minuten verspätet hast.
In Wirklichkeit wissen wir nicht genau, was wir den Jungs in solchen Situationen empfehlen sollen. Wir glauben, dass Mädels einfach unverbesserlich sind. Tolle genau. Gadgets, neueste Technologien, Mädels einfach unverbesserlich und andere coole Dinge in Verbindung. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss.